Ich zeige euch heute Zubehör von der Firma Santos. Man muss nicht immer das von dem Originalhersteller benutzen, sondern vieles unserer Zubehörteile passt auch auf die verschiedenen Geräte von euch, ob Napoleon, Weber Working, egal. Ich werde euch mal ein Beispiel zeigen, und zwar die Drehspieße von uns. Die habe ich in verschiedenen Größen und Längen da für die verschiedenen Grillsorten. Und da zeige ich euch mal, wie man die montiert, was dabei zu beachten ist. Und zwar, wenn wir mit einem Drehspieß arbeiten, ganz, ganz wichtig, das Ablagerost muss weg, das stört uns nur. Das heißt, das tue ich schon mal an die Seite. Dann sehr, sehr einfach montiert, da sind zwei Löcher vorgebohrt, da einfach die Schraube rein, festgezogen mit der Mutter. Das ist quasi mein Halter für den Motor. Dann kommen wir zum Spieß selber. Ich habe hier das, was so komisch aussieht, das ist quasi mein Gegengewicht. Sprich, wenn ich zum Beispiel ein Geflügel drauflege, habe ich immer einen Schwerpunkt. Um den Motor so ein bisschen zu unterstützen, helfe ich dem quasi, dass ich ungefähr immer eine normale gleiche Drehung habe. Die Öse hier rein, dass ich das drehen kann. Dann fangen wir mit der Gabel Nummer 1 an. Den festschrauben, und dann muss das Grillgut wirklich hier durch den Spieß, beim Hähnchen zum Beispiel mit dem Hintern dann, ja, draufgespießt, richtig festgedrückt werden an der Gabel, damit das wirklich fixiert ist und nicht wegrollen kann beim Drehen selber. Dann kommt die Gegengabel, die stecken wir dann hier drauf und drücken einmal wirklich fest in das Grillgut rein, drehen die Gabel fest, und dann habe ich mein Grillgut wirklich fest auf dem Spieß drauf. Dann einfach den Motor in die Führung reingesteckt. Kein Aufwand, keine Arbeit. Hier habe ich eine Gegenmutter, damit mir der Spieß nicht hin und her rutscht, zeige ich euch am besten im Grill selber. Einige legen auf die Flammenbleche drunter eine alte Auflaufform, eine Aluschale, damit das Fett aufgesammelt wird. Ihr könnt aber auch hier unter das Grillgut direkt die Schale legen, wenn es eine flache ist. Und dann hier so ein bisschen auf dem Rost noch Gemüse oder ähnliches machen. Dann drücke ich den Schalter zum Anmachen, dann dreht sich mein Hähnchen, wird gleichmäßig braun wie beim Hähnchenwagen. Ja, dann habt ihr richtig Spaß zu Hause. Und kommt bei mir in den Laden rein, dann zeige ich euch, für welchen Grill ich den Spieß für euch da habe, gebe euch noch einen Tipp und wünsche euch dann viel, viel Spaß damit. Thank you.